Also ich habe das Gefühl, ich werde hier gescheuert. Ich bin schon wieder in Notaufnahme im Krankenhaus. Zum Rettungswagen hergefahren worden, weil ich irgendwie zusammengesackt bin. Dann die Leute eingeholt. Und eigentlich war das abzusehen. Ich meine, ich habe hier diese Handy-App. Und da war irgendwie zu sehen, dass die den gesamten Tag katastrophale Werte angibt. Ich habe das auch gespürt. In der Brust. So ein Stechen, was immer stärker geworden ist. Und diese Apps, diese Ärzte kennen diese Apps nicht und verweigern auch einfach, sich überhaupt damit zu befassen. Ich zeige mal, wie das ausgesehen hat, ganz konkret. Das hier ist jetzt so eine Herzmessung irgendwie, mit, die so ähnlich aussieht wie die gerade, da ist es halbwegs okay. So, dann habe ich jetzt hier mit diesem Blutdruckmessgerät hier Puls und Blutdruck auch in Ordnung, aber da war das mit dem Herz schon nicht mehr okay. Da sind diese, ich weiß nicht, ob ich das hier eingeben kann, geht jetzt mal nicht. Das sind diese Linien, diese Wellen hier. Scheiße, Entschuldigung die Ausdrucksweise. Einfach zu gering. Ja, die sind nicht hoch und tief genug. Also das habe ich jetzt über die App rausgekriegt. Das ist ja etwa auch vergleichbar, identisch mit dem Gefühl in der Brust und mit dem, was diese medizinischen Dinge anzeigen. Da fängt es an. Hier ist es katastrophal. Das ist hier, was ich, die Uhrzeit kann man ja auch gucken. 14.20 Uhr. Ja, das ist kein richtiger Herzschlag mehr da zu sehen. Einfach nur wirr. Hier noch übler. Diese Linie hier, das ist die, nennt man SI-Kurve woanders. Die steigt hier sogar an. Das steht auch so ganz klar auf Herzinfarkt. Hier ist ein bisschen besser. Hier ist noch katastrophaler und jede Linie hinten so ansteigend. Als wenn das Blut in das Herz gar nicht durchläuft, sondern zurückläuft. Da ging es wieder ein bisschen. Das sind die anderen Aufnahmen, die ich gemacht habe. Hier auch wieder katastrophal. Hier katastrophal. Hier kurz vor Scheintod, das war hier 15.35 Uhr, dass wir kurz eben die Leute in den Rettungswagen geholt haben. Also eine halbe Stunde vorher war das hier, auch das hier, da ging, war gar keine Messung mehr möglich, steht hier. Nichts gemessen. Die App konnte das mit dem Puls und Finger nicht mehr messen. Geschweige denn grafisch darstellen. Auch kurz zum Zusammenbruch habe ich noch ein paar Bilder gemacht. War ich noch auf einer Veranstaltung, so zufällig reingeraten. Habe ich noch die Arztkarte fotografiert. So, und dann bin ich im Rettungswagen eingeliefert worden ins Krankenhaus, ist wirklich hier auf der Liege drauf und wartet hier auf die Behandlung. Das gluckert ein paar Mal in der Brust und auf einmal sind die Beschwerden weg und man guckt die Linie an. So muss das mindestens aussehen. Eigentlich muss diese Linie noch doppelt, dreimal so tief sein. Aber das ist etwa die Linie. Ne? Also kommt von unten hoch, steigt steil an, fällt dann fast so steil wieder ab und geht bis richtig in die Tiefe runter, dass da kein Druck mehr da ist, dass er sich abgebaut hat, dass das Herz frei ist. Kann man mit dieser App wunderbar sehen. Ich hätte also wunderbar mit der App hier auch, als mir das heute Morgen verdächtig vorkam, die Charité anmailen können. Ich hätte schreiben können, hier, ich habe da irgendwas bemerkt, das stimmt irgendwas gerade nicht. Was sagt ihr dazu? Und die sind da komplett blind. Die vertrauen einfach, wollen einfach auch der Smartphone-Technik. Oh, optimal hier. Ich könnte mich hinsetzen jetzt. Ich könnte hier rausgehen. Ich bin hier in Notaufnahme. Blitzgehalt, ohne dass irgendjemand was gemacht hat. Also,
Ich meine, man hat dieses Smartphone dauernd bei sich, das hier kann Werte messen und das ist auch fast geeicht, also eben so genau wie die Smartphones arbeiten. Da hätte man früher bei den geeichten Sachen drum gebettelt, dass sie mal so genau sind. Und die Ärzte ignorieren das alles. Also diese Smartphones kommen aus Asien, diese Apps kommen aus Asien, die sind dort hochgradig nützlich und hier wird das alles ignoriert. Ich hätte die wunderbar anschreiben können, damit hätte ich fragen können, die Ärzte, was ist das? Beziehungsweise so beschissen, wie diese Werte ausgesehen haben hier. Ja, die Ärzte nehmen das ja nicht ernst und es fährt ja auch auf mich ab, weil ich höre ja letztlich auch auf die Ärzte, obwohl mir die App das eigentlich besser sagt. Hier die App, also wenn man sowas sieht, da hätte ich gar nicht aus dem Haus gehen müssen. Da hätte ich mir gleich einen Rettungswagen holen können. Ich habe das zwar nur gemerkt als ein bisschen Nadelstich in der Brust, aber den habe ich ja manchmal. Aber hier ist es unübersehbar, das ist katastrophal. Und vor allem das hier, wo der Wert wieder ansteigt hinten, wenn das ähnlich der ST-Kurve ist, das ist nicht nur Herzinfarkt, das ist halb scheintot. Da hätte ich also schon eine gute Warnung haben können. Das hätte man sich jetzt alles sparen können. Das Blutdruckmessgerät übrigens hat wirklich überhaupt nichts. Das hat einen Beiwert gebracht, aber bringt im Vergleich zu der Handy-App gar nichts. Ne? Also, das misst mal ganz kurz den Druck irgendwie, den es da gibt und den Puls, aber ansonsten nichts. Auf so einen alten Scheiß hier vertrauen die Ärzte. Und ich hätte eigentlich hier das hier, wenn ich mir ansehen müsste, hätte ich gleich einen Rettungswagen holen können. Oder hätte ich gleich zur Charité hinstecken können, hätte man sich das ersparen können. Ja, und vor allem hätte man jetzt auch diagnostisch was Vernünftiges. Ja, ich habe jetzt den Gluckern gemerkt. Ich meine, was ist das denn? Das Herz ist kein Darm. Ja. Das kann auch nicht sein. Wer hat denn Luft im Herzen? Geht ja auch nicht. Ne? Ne, also, oder das Gluckergefühl oder so. Also irgendwie könnte ich da schon viel weiter sein, wenn die das alles nicht hier ignorieren würden, was es an moderner Technik gibt und vor allem, was mir als Patienten zur Verfügung steht. Ne? So muss das aussehen hier. Da fühle ich mich auch leistungsfähig, da ist alles schick. Ne? So und so. Wenn das so ist hier und ich das noch gar nicht mal groß merke, dann habe ich aber zumindest die hier, wenn ich auf die App achte, so einen Warnhinweis für mich, irgendwie, dass ich das mit Treppensteigen und so nicht übertreibe. Und da habe ich gut mitgefahren und jetzt sehe ich das hier auch nochmal. Also ich meine, das ist jetzt hier noch nicht dokumentenecht, aber man kann das hier sehen, hier heute. Ja, heute, das sind die ganzen Bilder von heute und Screenshots von heute. Das sind hier die von gestern. Also ich lasse mir das hier nicht einfallen. Ne, so war es heute Morgen, das ging noch. Und dann ging es richtig massiv bergab. Ne, und nicht nur, dass man sich jetzt hier den Noteinsatz hat sparen können, sondern auch diagnostisch hätte man jetzt auch schon viel weiter sein können, was das ist. Aber die Ärzte ignorieren das, was es technisch für Möglichkeiten gibt. Naja, jetzt sitze ich hier jedenfalls oder liege hier. Hier einen Zugang, da einen Zugang, hier ein paar Kabel. Ich weiß nicht, was meine Werte sind. Ich gucke die mal an hier. Eigentlich muss ich auch mal dringend auf die Toilette. Und ich traue mir das jetzt sogar zu. Es hat wirklich dreimal gegluckert oder was? Aber nicht im Magen, sondern im Bereich von Herz und Lunge. Und dann keine Ahnung, hat das eine Minute gedauert, bis die Gliedmaßen, die Hände und Füße wieder warm geworden sind, die Herzschmerzen weitgehend weg sind. Ich würde mir das sogar zutrauen, jetzt einfach irgendwie zu gehen oder so. Ja, und jetzt ist hier ein Hochbetrieb auf der Notaufnahme. Ich höre auch draußen die Patienten und so. Übergabe vielleicht gerade auch, ich weiß es nicht. Jetzt dauert es hier und jetzt fängt das Ding hier an zu piepen. Warum? Bitte.
Kaffee ist es. Krass. So also geht es auch wieder schlecht, oder? Ja. So, Sie haben mich jetzt wieder entlassen aus dem Krankenhaus. Ich habe hier noch vom Zugang das Andenken. Diagnose wurde unklar, nicht rausgefunden, woran es gelegen hat. Ich habe mich dann nochmal eindringlich vor der Nutzung von Handy-Apps gewarnt. Ich bin echt fassungslos, ich bin echt froh, wenn ich da nicht mit den Ärzten diskutiere und gehen kann, weil es einfach Schwachsinn ist. Also ich meine, ich habe jetzt nur diese Handy-App, die ist kostenfrei und das dumme Bluetooth-Messgerät, das überhaupt nichts anzeigt, was ich irgendwie in irgendeiner Form gebrauchen könnte. Wenn ich jetzt fettleibig oder Diabetes hätte oder irgendwas, dann würde ich das vielleicht mit dem Bluetooth-Messgerät sehen. Dann bei mir schlank, nein, sehe ich nichts. Und die Handy-App zeigt ja auch ganz klar an, dass was gewesen ist. Und es ist ja auch nicht das erste Mal. Und die Handy-App zeigt in der grafischen Darstellung ähnliche Werte an oder die gleichen, wie auch das EKG-Gerät von den Kliniken mit der ST-Kurve. Nächste Haltestelle. Das ignorieren die völlig, auch die Möglichkeiten, die es dabei gibt. Schon stattdessen warnen sie mich als Patienten, das zu nutzen. Ich sage mal, hätte ich mich jetzt nicht auf die Worte von den Ärzten schon verlassen und weniger Medikamente genommen und der Handy-App nicht komplett vertraut, sondern hätte ich mehr Medikamente genommen, dann wären die Symptome gar nicht so gekommen. Das ist nämlich auch der Grund, ich habe ja alleine da gelegen und habe heimlich einfach wieder die vierfache Dosis Medikamente genommen und dann gingen die Symptome weg. Ich habe jetzt auch keinen Bock gehabt, da jetzt mit Schmerzen zu liegen und es passiert nichts. Und hätte ich auf die Handy-App vertraut und wenn da ein Ansprechpartner in einem Krankenhaus wäre für sowas, der sich damit auskennen würde, auch mit der Bedienung von dieser Technik, dann wäre ich gar nicht aus dem Haus gegangen. Weil die Werte waren so dermaßen schlecht, die diese App angezeigt hat, dass es jetzt im Nachhinein klar war, es wird irgendwas passieren. Aber das Spielchen geht wohl so weiter, die Krankenkasse muss den teuren Scheiß zahlen. Und das, obwohl die in Asien in der Medizin, nicht nur bei den Smartphones, da kommen ja auch die Smartphones und die Apps her, sondern in der Medizin viel weiter sind. Und da ist es so, wie die Politik sagt, hat Deutschland den Anschluss verloren und macht offensichtlich nichts, um den Anschluss wiederzufinden. Und das geht zulasten von mir oder uns, von anderen auch als Patienten. Das finde ich ist ein Unding. Vor allem, was ich ja auch unmöglich finde, ist ja zum Beispiel, dass diese App, die Möglichkeiten, die es mit dem Smartphone gibt, die da ignoriert werden, wirklich katastrophal sind. Nämlich, was passiert zum Beispiel, wenn jemand an einem abgelegenen Ort in den Alpen, keine Ahnung was, zusammenbricht, wird ihm Notarzt gerufen, Rettungshubschrauber, aber nirgendwo ist ein Blutdruckmessgerät oder irgendwas. Mit dieser Handy-App wäre es grundsätzlich möglich, zumindest ein bisschen zu zeigen oder rauszufinden, ob da ein Herzproblem grundsätzlich vorliegt. Und diese Apps arbeiten zuverlässig. Ich meine, sie durchleuchten das Blutgefäß am Finger. Zuerst kommt das Herz, da kommt das Blut her und die eigene Blutversorgung des Herzens. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann es im Finger auch nicht ankommen. Und wenn zwischen dem Herzen und dem Finger was ist, dann auch nicht. Man sieht das dann bei dieser Handy-App. Es gibt da viel mehr Möglichkeiten für die Medizin und die Ärzte ignorieren das. Manchmal könnten diese Apps wirklich etlichen Menschen helfen. Da könnten zum Beispiel auf irgendeiner einsamen Berghütte die Leute tatsächlich Vitalparameter mit dem Smartphone in Echtzeit zu den passenden Stellen funken und bestimmte Krankheiten könnten ausgeschlossen werden oder fast ausgeschlossen werden, andere angenommen werden und dementsprechend auch die Behandlung auch von
Helfern eingeleitet werden, nach Anleitung mit der Rettungsstelle. Das wäre mit den Handy-Apps alles grundsätzlich möglich, aber die Mediziner ignorieren das. Die finden noch gar nicht heraus, wann und wie die funktionieren, die lehnen das ganz grundsätzlich ab. Und damit machen sie uns Patienten-Apps kaputt. Das finde ich, ist nicht okay.